Ich lüge nicht. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange haben einige von euch gewartet, sehr viele von euch haben geschrieben: Maximilian, kannst du mal deinen Kleiderschrank herzeigen, kannst du mal ein paar Pieces herzeigen, kannst du mal sagen, wie viel dein Kleiderschrank gekostet hat? Und ich habe mir überlegt, ja, heute ist es soweit, heute starten wir unsere Tour durch meinen Kleiderschrank. Ja, ich habe da so eine nette Fernbedienung, mit der kann ich... Das ist bei denen, wenn das nicht... Ein paar haben meinen Kleiderschrank ja auch schon in Real Life gesehen, wie zum Beispiel Anita oder Felix Barr. Und die haben auch gemeint, dass der in Real Life um einiges größer ist, als er im Hintergrund aussieht. Und deswegen werden wir heute eine eigene Tour durch meinen Kleiderschrank machen. Ja, wie ihr schon sehen könnt, Freunde, der Kleiderschrank ist ziemlich groß. Dieser Schrank, so wie er hier steht, den gibt es nicht zu kaufen. Das ist eine Spezialanfertigung, die ich anfertigen ließ, um wirklich alle meine Sachen unterzubringen. Und auch hier habe ich mich wieder mal verschätzt. Also ich bringe hier nicht all meine Sachen unter. Deswegen habe ich noch unterschiedlichste Läden, wie zum Beispiel hier, die Supreme-Läden, die wirklich von ganz unten bis ganz nach oben gehen, um wirklich alles verstauen zu können. Auch hier haben wir einige Kisten, wo sehr vieles unterkommt, dass sich einfach hier in diesem Kleiderschrank nicht mehr ausgeht und dass ich auch nicht so oft anziehe. Heute werden wir eine Führung durch diesen Kleiderschrank machen. Ich werde euch sagen, was das alles gekostet hat. Um aber wirklich eines festzuhalten, liebe Freunde, ich werde nur die Klamottenpreise dieser Dinge hier zusammenzählen, also nur was hier hängt, nicht was sich in den Kisten befindet, nicht was sich in den Boxen befindet, denn das würde einfach den Rahmen sprengen. Auch die 15 Minuten, die ich gebraucht habe, um nur die hängenden Sachen preislich zusammenzuzählen, habe ich schon im Intro in wirklich super Geschwindigkeit aufgezeigt, denn alles andere würden einfach Videos werden, die so lange werden, dass sich das niemand mehr ansieht. Natürlich befinden sich hier in den Boxen und in den Boxen oben einige Dinge, die preislich natürlich auch nicht ganz billig sind, wie zum Beispiel eine Off-White-Hose, die ich hier anhabe. Kurze Hosen, Tanktops, Socken, Gürtel, Unterhosen, Sportbekleidung, Jogger, alles Mögliche befindet sich hier in diesen Kisten und alles, was ich nicht mehr anziehe, befindet sich in den anderen Kisten. Und wenn man bedenkt, dass eine Off-White-Hose, wie ich sie hier trage, auch schon mal zwischen 300 und 400 Euro kosten kann oder ein paar Socken von Off-White 70 Euro kosten und hier sich doch einige befinden, das wird natürlich alles nicht mit eingerechnet. Wenn es euch interessiert, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann werde ich das irgendwann einmal alles auf einen Haufen werfen und wirklich alles von dem, was man anziehen kann, bis auf Schuhe. Auch wenn ihr ein eigenes Schuhvideo wollt, wie einige von euch wissen, habe ich über 50 oder 60 Paar Sneaker. Ich habe sie schon länger nicht mehr gezählt. Wenn ihr dazu ein Video wollt, dann schreibt mir das bitte auch gerne in die Kommentare. Genauso werden nicht erfasst in diesem Video meine Cap-Sammlung. Also ich habe hier hinter meinem Spiegel meine ganzen Caps. Man hat hier allein schon mal 4 oder 5 Caps und natürlich einige gute Pieces dabei wie Supreme oder eine Eigenanfertigung, Bauernlaufsteg wie in der Neustadt, habe ich mir in New York machen lassen. Oder damals schon meine Maximilian Cap, auch hier wieder einige Kappen dabei. Also auch diese Kappen hier alle sind nicht zusammengezählt. Da kommt nochmal einiges zusammen. Also straight nochmal für alle, es werden nur Dinge zusammengezählt, die sich hier hängend befinden in der Auslage sozusagen. Vielleicht auch ganz interessant, was es mit diesem Bild hier auf sich hat. Das habe ich anfertigen lassen. Das soll für alle, die das Bild noch nie gesehen haben, eine Jesusfigur, man kann hier den Heiligenschein erkennen, eine Jesusfigur darstellen, die mit einem Supreme-Banner überlegt wurde, so wie man das auch bei Supreme-Bildern macht. Erst auf den zweiten Blick und erst dann, wenn man das Bild wirklich kennt, sieht man, dass das eigentlich ich bin. Also ja, da ist ein bisschen ein Witz dahinter. Ursprünglich war eigentlich nur geplant, dieses Bild hier anfertigen zu lassen. Das ist Sigmund Freud. Für all jene, die wissen, dass ich Psychotherapie an der Sigmund Freud Uni studiere, die checken natürlich, um was es hier geht. Also Freunde, okay, der Winkel passt nicht. Also Freunde, wir starten eine kleine Führung durch meinen Schrank. Wie ihr schon gesehen habt, all das, was sich hier hängend befindet, hat einen Gesamtpreis von 19.049 Euro.
Keine Ahnung, was zusammenkommt, wenn man die ganzen Boxen dazuzählen würde oder die Kappen dazuzählen würde oder die Schuhe dazuzählen würde. Wie gesagt, das ist hier nicht erfasst. Es geht hier in diesem Video rein darum, so ein bisschen durch meinen Kasten geführt zu werden. Ich hole die Lieblingspieces von mir heraus und zeige euch, warum sie mir so gut gefallen. Gut, ich bleibe gleich mal hier. Einige von euch kennen schon meine Supreme-Jacke, die ich mir vor kurzem erst gekauft habe. Die habe ich viel zu teuer gekauft. Die ist mittlerweile bei einem Preis von 500 Euro und ich habe sie damals 3 Minuten nach dem Drop, weil ich zu spät dran war, um 950 Euro gekauft, weil ich der festen Überzeugung war, die wird schon noch teurer, na sicher. Hier befinden sich meine Hosen, sind allerdings nicht all meine Hosen, ich habe noch einige in den Kisten oben. Ja, was ich auch sehr gerne habe, ist dieses Shirt hier, das Paranoid Shirt von Antisocial Social Club. Passend dazu die Adidas Track Pants, die ich mir gekauft habe. Sehr, sehr nice zu tragen, fühlen sich richtig, richtig gut an. Wie einige von euch wissen, ist meine absolute Lieblingsmarke Off-White. Das merkt man natürlich immer wieder bei den ganzen Klamotten, die ich trage. Mein allererstes Piece von Off-White ist natürlich auch eins meiner Lieblingspieces und das hängt hier bei der Camouflage-Abteilung. Genau hier, es leuchtet hier eh schon etwas heraus. Viele von euch haben das Foto falsch. Viele von euch haben das Foto auf Instagram vermutlich schon gesehen, blende ich nochmal hier ein. Hier habe ich die Jacke gerockt. Das gehört echt zu meinen absoluten Lieblingspieces, weil es doch auch eins der ersten Off-White-Pieces war, die ich mir gekauft habe. Ich muss dazu sagen, für dieses Piece musste ich auch sehr, sehr lange sparen, denn das hat 1200 Euro gekostet. Also kein Schnäppchen für das erste Piece. Wir gehen hier weiter. Natürlich auch eins meiner Lieblings-Pieces von Off-White wieder mal, das ich bekommen habe zu meinem Geburtstag. Das rocke ich sehr, sehr gerne, aber manche Dinge kann ich einfach nicht öfter als dreimal innerhalb von 2 Monaten anziehen, denn dann wird es mir selbst schon zu langweilig. Dieses Piece hier kennt, glaube ich, fast jeder von euch. Das habe ich mir extra gekauft für meinen Dreh zu Oregano. Attenzione, Attenzione. Jede andere Speise juckt mich nicht die Bohne. Von Champion, sehr, sehr witzig, der Hoodie hätte gekostet 70 Euro, aber ich habe dann nochmal 70 Euro Versand bezahlt, weil das Ding extra aus Amerika ist. Richtig X-Large, also zum Versinken drin. Auch das trage ich sehr, sehr gerne, weil es mich immer wieder an die alten Zeiten erinnert. Das ist auch ein sehr, sehr witziges Piece. Ein richtiges Schnäppchen vor, keine Ahnung, 4 Jahren bei Bershka gekauft um 30 Euro. Ab und an, wenn ich ganz verrückt drauf bin und sehe, dass man Dinge kombinieren kann, wie hier zum Beispiel, das lässt sich sehr, sehr gut kombinieren, dann ziehe ich das auf jeden Fall an. In meinem Schrank befinden sich nicht nur teure Klamotten, es sind auch wirklich sehr, sehr billige Pieces dabei, auch so Basic Pieces von H&M oder Zara. Also sollte von euch jemand denken, dass ich nur für teure Sachen zu begeistern bin, das ist absolut nicht der Fall. Ich bin der Meinung, dass man einen richtig nice Style findet, wenn man sich nicht bemüht, dass jedes Piece von einer Marke ist und meistens dann auch schlecht kombiniert ist, weil man nur am Flexen ist und sich nicht dafür interessiert, was gut miteinander abgestimmt werden kann, was gut zueinander passt, sondern wenn es einem einfach nur darum geht, teure Sachen anzuhaben und vor anderen anzugeben. Mir ist Kombination unterschiedlichster Farb- und Musterformen sehr, sehr wichtig, weil man nicht so vieles miteinander mischen kann. Also ich passe da schon immer drauf auf, welches Muster zu welchem Muster passt. Prinzipiell gilt nicht zu viele Muster auf einmal und vor allem nicht so viele Farben auf einmal, das kann schon mal ja ziemlich doof ausschauen. Auch diese Jacke hier ist eins meiner absoluten Lieblingspieces, die habe ich gekauft über eine Homepage, die ganz alte Retro-Jacken vertreibt. Auch diese Jacke hier ist mittlerweile 30 oder 40 Jahre alt mittlerweile. Die habe ich getragen in meinem Videodreh zu Mi Schnitzel. Rein in mein Auto, ich mache jetzt Meter. Verkehrsregeln gelten für mich ja später. Auch die ziehe ich immer wieder sehr, sehr gerne an, weil sie einfach sehr, sehr farbenfroh ist. Cool, diese Kombination aus Blau und Rot lässt sich auch sehr, sehr gut kombinieren mit der Yeezy Calabasas Hose, die ich hier nochmal habe. Dieser Hoodie hier ist auch eines von meinen absoluten Lieblingspieces, weil ich den einfach so gut wie jede Woche rocke. Also wenn ich einfach nur mal rausgehe und etwas überwerfe, dann wird es meistens dieser Hoodie sein. Das ist der Stuff Purpose Tour Hoodie von Justin Bieber. Der ist sehr, sehr weit, perfekt passend, wenn du echt so in einem chilligen Look nach draußen gehen willst
und auch mit dem Aufdruck sehr, sehr cool zu tragen. Kann man perfekt mit den Balenciaga Sneakers verbinden und mit einer Jogginghose mit zum Beispiel weißen Streifen hier dran. Dann ist man echt so All Black Everything mit ein paar weißen Nuancen und das schaut immer wirklich, wirklich nice aus. Auch dieser Hoodie ist ein Lieblingspiece von mir. Ich mag diesen Schneekamo mit dem rosa Aufdruck, wobei das eher kein flashiges Rosa, sondern so ein zart rosa ist, glaube ich. Und auch den kann man eher schwer kombinieren, natürlich mit Grau, Schwarz, Weiß und rosa Nuancen. Man muss natürlich aufpassen, dass das Rosa keine andere Farbe ist als dieses Zartrosa, sonst kann das natürlich sehr, sehr billig aussehen. Was ich noch sehr gerne habe, ist diese Lederjacke hier. Die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Das ist echt Leder von einem italienischen Designer. Die ist sehr, sehr cool, wenn es draußen kalt ist und du möchtest einfach locker lässig eine etwas weitere Lederjacke überwerfen. Oder du tobst dich aus im Braun. Das ist die gleiche Marke vom italienischen Designer, die ist auch sehr, sehr nice und solche Lederjacken trage ich am liebsten in X-Large, weil sie cool sind, um sie überzuwerfen. Hier nochmal ein Foto, wie ich sie gerockt habe. Diese Jacke hier ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingspieces. Die habe ich mir vor etwa 5 oder 6 Jahren gekauft, als so gut wie noch niemand Camouflage getragen hat, ich aber ein absoluter Fan davon war. So eine Jacke bekam ich nirgends. Ich habe ewig gesucht nach einer Modemarke, die Camouflage produziert. Das hat man damals noch nicht, weil es noch nicht in Mode war. Deswegen habe ich diese Jacke hier von einem Militärausstatter gekauft. Also man sieht hier Miltech, kann man hier lesen, ja, Miltech. Und habe die dann nochmal in Eigenproduktion mit Nieten versehen. Extra weit gekauft und auch die habe ich wirklich sehr, sehr oft getragen. Und das waren so meine ersten Fashion-Versuche, wo ich echt versucht habe, selbst Dinge zu schaffen, zu kreieren. Liebe Freunde, wie einige von euch wissen, bringe ich ja bald meinen ersten eigenen Track und meinen ersten eigenen Merch heraus. Meine Modekollektion mit meinen Designs befindet sich ja gerade in Produktion und hier gab es, wie ihr selbst schon wisst, einige Probleme. Diese Probleme sind nun behoben und ab jetzt dauert es nicht mehr lange, denn am 24. Juni 2018 erscheint mein neuer Track, Die Schöne und das Hypebeast, und natürlich auch mein eigens designter Merch gemeinsam mit dem neuen Track. Dass der Merch richtig lit wird, hochqualitativ wird und etwas sein wird, was man so noch nie auf der Straße gesehen hat, das ist einigen von euch klar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir jetzt noch in die Kommentare, welches Piece euch am besten gefallen hat und welche Videos ihr noch gerne sehen wollt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Freue mich sehr, sehr auf das nächste Video. Bleibt dran, abonnieren, auf keinen Fall vergessen. Glocke aktivieren, auf keinen Fall vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.